Der Activity Indicator View, das ist doch auch eine heiße Geschichte. Also Activity Indicator, sowas wollen wir jetzt mal haben. Ein Projekt im Kapitel 6, jawohl, da sind wir richtig. Und dann gehen wir in unser Storyboard und dann schauen wir hier mal nach dem Kollegen. Da ist er doch, der Activity Indicator View. So, dann legen wir den mal hier in die Mitte vom Bildschirm und dann wählen wir uns den Style Large White. Ja, der soll groß sein und in weiß. Dann gehen wir auf den View und färben da mal den Hintergrund, weil weiß auf weiß ist ja immer ein schlechtes Kontrastverhältnis. Ich nehme dann jetzt hier mal Mercury, also Quecksilber, und das ist dann Business Edelgrau bei mir. So, und jetzt müssen wir aber diesen UI Activity Indicator auch wirklich noch dazu bringen, dass er immer in der Mitte vom Schirm auftaucht. Das können wir dann wiederum hier machen bei dem Align-Werkzeug und können sagen, du liebes Objekt, du bist vertikal und horizontal in deinem umliegenden Container bitte zentriert, und dann liegt er jetzt da. So, machen tut er noch nicht viel, deshalb holen wir uns noch einen UI-Button. Den legen wir uns dann, wie wir es kennen, da oben hin. Auch hier schnell festgepinnt. 8 und da bitte 16, 16. Zack, das ist unsere Standardformatierung für die Buttons. Und das ist jetzt unser UI Activity Indicator Button. Mit dem wollen wir irgendetwas tun. Wenn wir etwas tun wollen, dann brauchen wir was? Genau, eine Action. So, dann ziehen wir das hier rüber. Das ist dann eine Action und das ist dann der Hook, klein bitteschön, Activity Button Touch Up Inside, unsere Action Method. Und damit wir an unseren UI Activity Indicator herankommen, brauchen wir was? Genau, das wisst ihr besser als ich. Ein Outlet. Das ist unser Activity Indicator. So, da haben wir dann unser Outlet. Ja, und dann schalte ich mal um wieder in den Single View Source Editor. Dann haben wir einfach mehr Raum. Ja, und jetzt ist die Frage, was kann denn unser Activity Indicator? Unser Activity Indicator, der kann so etwas wie Start Animating oder auch Stop Animating. Und wir können ihn fragen, ob er denn im Moment am Animieren ist. Ja, das heißt, wir haben doch hier alles, was wir brauchen. Und wir sagen dann, wenn unser Activity Indicator am Animieren ist, dann sagen wir, lieber Kollege, hör doch mal damit auf. Ja, wenn er sich animiert, dann sagen wir Stopp. Und im anderen Fall, da sagen wir dann bitte Activity Indicator Start. So, und ja, was man gerne sieht, ist, dass das Else hier unterhalb der geschweiften Klammer zu dem If darüber steht. Das ist Geschmackssache. Ganz so bitte, wie ihr das mögt, könnt ihr das tun. Also, wir haben jetzt unseren Activity Button Touch Up Inside. Das ist die Action, wenn wir den Button klicken. Und was passiert? Wir fragen einfach, lieber Activity Indicator, bist du gerade am Animieren? Ja, dann stopp dich bitte. Nein, ja, dann starte dich doch bitte mit deiner tollen Animation. Und das schauen wir uns dann hier auf unserem Simulator an. Und dann haben wir auch schon soweit den Activity Indicator einmal kurz in Aktion gesehen. Na, da kommt doch die Sache schon nach vorne. Und Spannung steigt. Da, ja, bewegen tut sich nichts. Und dann kann ich klicken und dann seht ihr, wie es hier läuft. Und dann klicke ich nochmal und dann hört's auf. Vielleicht ist es vom Kontrast her noch ein bisschen zu schwach. Dann gehen wir doch mal her und gehen auf unseren Button und machen aus dem System-Button einen Custom-Button. Dann ist nämlich der Titel auch schon mal in weiß. Und dann können wir unseren View
doch etwas dunkler einfärben. Hier, ja, gehen wir mal so Zinn oder von mir aus Stahl noch dunkler, fast ins Schwarze hinein. Dann sehen wir das alles etwas besser. Und dann gucken wir nochmal, ob unser Activity Indicator vielleicht noch etwas Besonderes kann. Dazu müssen wir natürlich den Activity Indicator auch anklicken und seht mal hier, heiz, wenn stoppt, ja. Wenn er also nicht animiert, dann soll er bitte auch verschwinden. So, und das ist doch jetzt genau das, was wir brauchen. Dann lassen wir es nochmal laufen und dann haben wir auch schon, ja, fast alles zum Activity Indicator gesagt, was jetzt da an dieser Stelle erwähnenswert ist. Schaut mal, ihr seht nichts. Er ist nämlich weg, weil er nicht animiert. Und dann drücken wir drauf und dann animiert er hier wunderbar, läuft unser Kreis. Und wenn ich ihn wieder stoppe, dann hört er nicht nur auf, sich zu animieren, er verschwindet auch. Ja, das war dann mal kurz und knackig der UI Activity Indicator.